Meine Damen und Herren, liebe Freunde, vor einigen Wochen lobpreisten die Grünen in Form von Anton Hofreiter mal wieder, wie toll doch ein Verbot zum Bau von Einfamilienhäusern wäre. Und weil die Grünen der SPD, was Wählerstimmen angeht, ja längst den Rang abgelaufen haben, hat sich dann kurzerhand Frau Esken, die Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, wohl gedacht, sie könne es ja auch mal mit den Verbotsforderungen probieren. Vielleicht bringt das ja ein paar Wähler zurück oder so. Und weil man grünen Wähler gewiss am besten mit grünen Themen gewinnt, fordert man eben im Namen des Klimaschutzes Verzicht auf Fleisch, Fliegen und Fahren. Dreimal F. Das klingt schön, ist es aber nicht. In Zeiten von Corona, in denen die Menschen tagtäglich auf die grundlegendsten Dinge verzichten müssen, seit nunmehr fast einem Jahr, ist es schlichtweg eine Frechheit, solche Forderungen zu stellen. Viele Menschen in Deutschland stehen vor dem Ruin und eine gesamtgesellschaftliche Depression macht sich in den Köpfen breit. Und alles, was den Linksgrünen einfällt, ist den Menschen noch mehr Verbote und moralische Verzichte aufzuzwängen. Entweder haben diese Leute absolut keine Empathie oder sie haben jeglichen Bezug zum normalen Leben verloren. Solche Forderungen sind nicht einfach nur eine bodenlose Frechheit, sie sind eine Schande. Aus dem Bayerischen Landtag, Ihr und Euer Ingo Hahn.